immer dran denken, wir sind nur hier, um physikalische Gesetze zu erforschen, eine intelligente Lebensform auswendig zu machen. Mal richtig einen Saufen. Oh ja, die Knie lassen im Magen. Kämpfen geboren, zum Herrschen bestimmt. Man darf davon ausgehen, dass etwas faul im Staate Texas ist, wenn ein Roboter fasziniert in einem Band der Horror-Comic-Reihe Eerie schmökert. Wenn der auf dem Titelblatt abgebildete Blechmann dann auch noch mit einer Harpune bewaffnet ist, scheint Isaac Asimovs erstes Robotergesetz nicht allzu hoch im Kurs zu stehen. Es lautet bekanntlich: Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Diesen Grundsatz der menschlichen Schadloshaltung scheint erst einmal auch Dr. Barrett Cauldron verpflichtet zu sein, der nicht nur das Tactical Operation Lab der Polizei von Dallas leitet, sondern der auch sonst ein ziemlich dufter Typ ist. Stilsicher hat er sein Badezimmer mit ansprechenden Farbmustern beklebt und meinungssicher tritt er seinem Vorgesetzten entgegen, als der ihn zwingen will, den noch unausgereiften Androiden Rotor in Betrieb zu nehmen. Doch der aufrechte Cauldron versteht sich zu wehren. Er kündigt kurzerhand und nutzt die neu gewonnene Freizeit, um sogleich mit seiner Gefährtin ausgiebig zu Susi und Sträuchen. Er ahnt jedoch nicht, dass der trottelige Hausmeister Schuhboogie unterdessen den schlummernden Rotor verfrüht zum Rotieren bringt. Das hat zur Folge, dass der Kühltruhe kein hochfunktionaler Robocop, sondern ein recht eindimensionaler Rotorflop entsteigt. Die Enttäuschung könnte wahrlich nicht größer sein. Denn war im Werbevideo nicht eine ultramoderne Polizeimaschine aus selbstlernendem Metall versprochen worden? Hingerissen von seiner eigenen Schöpfung hatte Cauldron bei der Vorführung sogar behauptet: I think Dr. Frankenstein must have felt the same way. Ja, ja, der gute Dr. Frankenstein. Wirft man aber einen Blick in Mary Shelleys Erfolgsroman von 1818, dann sagt Dr. Frankenstein dort: Wie soll ich meine Empfindung beim Anblick dieses Scheusals schildern, das ich mit so unendlicher Qual und Hingabe zu gestalten unternommen hatte? Abgrundtiefer Abscheu und Ekel erfüllten mein Herz. In Cauldrons Herz breitet sich dagegen die Sorge um Sonja Garin aus, die Rotorkopf gnadenlos verfolgt und zu terminieren trachtet. In seiner Geradlinigkeit, mit der er die Doppelanweisung »to judge and to execute« befolgt, nimmt Rotorkopf bereits die Unbedingtheit der künftigen Judges Dread vorweg. Doch nicht nur hier zeigt sich, wie überraschend visionär der Film im Grunde ist. Zweifellos stilprägend dürfte die Art und Weise sein, wie Rotorkopf mit seiner Sonnenbrille hantiert. Darüber hinaus macht der Film auf bemerkenswert subtile Weise immer wieder auf seine Zeitstruktur aufmerksam. Er beginnt in den Abendstunden eines Freitags, um danach in die frühen Morgenstunden des vorangehenden Donnerstags zurückzuspringen und von dort aus die in der Vergangenheit liegende Handlung chronologisch zu erzählen. Gewiss könnte hier von einer sehr ausgedehnten Rückblende gesprochen werden, aber indem zugleich rückwärts geblickt und vorwärts erzählt wird, entsteht der Eindruck inverser Zeit. Es ist geradezu mit Händen zu greifen, dass auf der temporalen Ebene Christopher Nolans Film Tenet antizipiert wird. Ja, mehr noch, beide Filmtitel sind nicht nur Palindrome, sondern auch Begriffe, deren inhärente Bedeutung erst am Filmende deutlich wird. Ebenso wie in Tenet die Worte Ten und Net stecken, enthält das Akronym Rotor die Worte Rot und Tor. Beide Worte bezeichnen den Anfang und das Ende der Polizeimaschine. War sie zunächst aus dem roten Brutkasten entstiegen, zeigt sich ihre Torheit schließlich darin, dass sie sich auf die plumpeste Weise übertölpeln lässt, um sodann effektvoll zu explodieren. Wie hatte einst ein gewisser Johann Wolfgang so treffend geschrieben: Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so tot als wie zuvor.